Hallo, hinter mir sehen Sie Theodor Lessing. Warum? Wir sind heute in der Volkshochschule Hannover, wo Nicole Engel vom Landesamt für Klima und Boden einen Vortrag darüber halten wird, warum ein gesunder Boden gut für unser Klima ist. Der Klimawandel sollte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Doch kennen Sie auch den Zusammenhang zum gesunden Boden? Denn nur die Luft ist wichtig, auch der Boden spielt eine wichtige, doch meist unbeachtete Rolle. Er speichert CO2. Auf ihm wachsen Pflanzen, die wiederum CO2 in Sauerstoff umwandeln, und auf ihm wächst unsere Nahrung direkt oder indirekt. Der Vortrag von Nicole Engel sollte uns zeigen, wie wichtig Bodenschutz ist. Welche Funktionen hat ein Boden für uns? Kann man sich ganz gut vor Augen führen, wenn man sich mal fragt, was ohne Boden wäre. Dann merkt man, welche Funktionen Böden für uns erfüllen. Und zwar gäbe es ohne Boden zum Beispiel nichts zu essen. Sämtliche Nahrungsmittel wachsen auf dem Boden, also entweder direkt, wenn es pflanzliche Nahrungsmittel sind, oder als Futter für die Tiere. Ohne Boden hätten wir auch kein sauberes Trinkwasser. Boden filtern also Wasser, bevor es zu Grundwasser wird, was wir dann als Trinkwasser nutzen. Böden speichern auch sehr viel Kohlenstoff zum Beispiel. Das ist jetzt im Zuge dieser Klimawandeldiskussion auch sehr relevant. In dem Humus, also in der obersten Bodenschicht, die auch sehr dunkel, häufig schwarz ist, ist sehr viel Kohlenstoff gespeichert. Mehr als zum Beispiel in der Atmosphäre, CO2 in der Atmosphäre ist. Böden sind auch ein sehr bedeutender Lebensraum. Das kann man sich auch immer so gar nicht vorstellen. Ohne Böden wäre also die Welt deutlich ärmer an Lebewesen. Wenn man so eine Handvoll Boden nimmt, dann befindet sich in so einer Handvoll Boden teilweise mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Das sind so einige Beispiele, welche Funktionen Boden für uns erfüllt. Und das heißt auch, dass Boden existenziell wichtig ist für Menschen. Haben alle Böden diese Funktionen? Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass die klimatische Wasserbilanz. Ja, also nur natürliche oder naturnahe Böden können diese Funktionen erfüllen. Wenn da eine Asphaltdecke drüber liegt zum Beispiel, dann ist dieser Boden nicht mehr natürlich und dann kann er auch keine Funktionen mehr erfüllen. Ich meine, da ist ja nicht nur das Interesse des Bodenschutzes vorrangig, es sind unendlich viele Interessen, die da aufeinander. Wie schaden wir dem Boden? Ja, zum Beispiel, indem wir Böden zubauen. Es gibt aber auch andere Gefährdungen von Böden, die noch eine Rolle spielen. Zum Beispiel wird Boden verweht, Winderosion ist ein Stichwort, auch Wassererosion. Boden geht den Bach runter, kann man dann so sagen. Da geht eben auch fruchtbarer Boden verloren zum Beispiel. Wir gefährden Böden aber auch durch Schadstoffe natürlich. Wenn man Schadstoffeinträge in Böden hat, dann können sie diese Funktionen auch nicht mehr erfüllen. Oder nur noch eingeschränkt erfüllen. Was ist mit der Landwirtschaft? Schadet sie unserem Boden? Das kommt drauf an. Landwirtschaft kann durchaus nachhaltig sein. Landwirtschaft gehört auch auf Böden, finde ich. Es gibt aber natürlich auch Landwirtschaft, die Böden gefährden kann. Dann werde ich ganz kurz noch was sagen. Welche Auswirkungen speziell für Hannover müssen wir erwarten? Wir haben durchaus Klimamodelle jetzt durchrechnen lassen und es ist so, dass wir gerade für die Innenstadt in den nächsten 50 Jahren deutlich wärmere Tage im Sommer erwarten. Das heißt, diese Innenstadt wird sich erwärmen. Wir haben extreme Ereignisse zu erwarten. Das heißt eben, die Stürme, aktueller Tag heute, die Stürme werden heftiger werden. Wir werden trockenere Sommer bekommen, feuchtere Winter. Das heißt, das Leben in der Stadt wird sich ändern. Also da kann auch niemand mehr was gegen sagen. Das ist einfach eine ganz klare Aussage dieser Modelle. Gewiss, Modellierungen sind immer, denke ich, so gut wie die Leute, die diese Modelle letztendlich entwickelt haben. Aber da streitet sich kein Experte mehr drüber, dass die Tendenz wirklich dahingehend ist, dass eben die Sommer heißer werden, die Sommer werden trockener und es gibt mehr Extremereignisse. Extremereignisse in Form von heftigen Stürmen. Oder auch kälteren Wintern, das ist auch nicht ausgeschlossen. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Boden? Ja, der Klimawandel, das werde ich nachher auch noch ein bisschen erzählen, er wird Auswirkungen auf die Böden haben. Das liegt in der Natur der Sache. Böden sind eine ganz wichtige Schnittstelle im Naturhaushalt, so sagt man, also in der Natur. Und stehen auch immer im direkten Austausch mit den anderen Naturgütern, also mit Luft, mit Wasser.
Und so, dass sich der Klimawandel direkt auf Böden auswirken wird, das ist das eine, und zwar in ganz verschiedener Hinsicht. Für die Landwirtschaft heißt das zum Beispiel, wenn wir trockenere Sommer bekommen und wärmere Sommer, dass dann einfach weniger Wasser zur Verfügung steht. Das ist eine ganz elementare Auswirkung, die prognostiziert wird. Ja. Wir haben also gerade gelernt, wie wichtig der Boden für unser Klima ist. Daher sollten wir uns dafür ansetzen, dass Flächen mit gesundem Boden geschützt werden, sowie dass alte Flächen wieder rehabilitiert werden. Schließlich leben wir von der Erde und sollten deshalb nicht so damit umgehen, als hätten wir noch welche im Schrank, wenn der erste aufgebracht ist.